Ihr Speech, mein Lieber. Snowboard Tour 2012, powered by Amway. Wir sind zum vierten Mal hier auf 2000 Meter Seehöhe. Das Wetter spielt nicht richtig mit, wie man sieht. Also der Wettergott hat es nicht hundertprozentig gut gemeint. Für die Spieler ist natürlich die Kälte die große Herausforderung. Wir haben knapp um die 0 Grad. Sie sind alle mit Longsleeves, mit langer Unterhose eingekleidet. Aber sie sind alle top motiviert. Wir haben ein spielerisches Niveau wie noch nie. Und von dem her sind das Profis und die wissen ja, wo am Schnee zu spielen ist. Es ist unglaublicher Fun im Schnee einfach. Es ist für jeden, sind die Bedingungen gleich, weil kaum einer bereitet sich darauf vor und dann ist einfach Motivation und wer kann sich am besten darauf einstellen, dann macht es einfach Spaß. Ja. Yeah. So, ganz wichtig sind Fußballschuhe, da hat man den besten Grip und man braucht mindestens 10 Paar Socken. Weil nach jedem Spiel muss man wechseln, weil die Füße werden sofort nass und frieren langsam ein. Ein Traum, vor allem heute unter Extrembedingungen. Das ist nur was für die ganz Harten und wir wissen, die Harten kommen in den Garten. Also insofern, coole Geschichte. Was ich genial finde, ist, dass trotz der Bedingungen die Stimmung einfach mega ist. Respekt. Es ist sehr rutschig, aber ein Riesengaudi. Volleyball im Schnee ist für mich eine Sensation. Das ist einfach das Geilste überhaupt. Es macht genauso viel Spaß wie im Sand, ist ein bisschen kühler, aber richtig geil. Ich habe es letztes Jahr mal probiert. Ich habe einen höheren Respekt vor denen, die das machen. Das ist total super anstrengend. Ich kann es jedem empfehlen und es ist verdammt kalt. Die Verhältnisse, die wollte ich gut kennen im Schnee. Das andere, das müssen wir trainieren, aber auch Spaß war sicher und vielleicht probiere ich das einmal aus. Es ist am Beach wichtig. Und am Snowvolleyball fast noch wichtiger, dass man wirklich aus schwierigen Situationen noch gute Bälle aufspielen kann und damit man dann punkten kann. Ich freue mich saumäßig, mit dem Seba zusammen zu gespielt zu haben. Wir haben uns vorher nicht gekannt, gleich super verstanden, hat einfach super geklappt und alles gepasst.